Wir sind hier am Cottbuser Ostsee, am Einlaufbauwerk. Dieser See, der wird benötigt, um langfristig unsere Trinkwasserversorgung sicherzustellen, und zwar in Berlin und Brandenburg. Denn wenn die Braunkohleförderung schrittweise eingestellt wird, gibt es immer weniger sogenanntes Sümpfungswasser. Und dieses Wasser macht aktuell in trockenen Sommern bis zu 91% des Wassers in der Spree aus. Wenn das also wegfällt schrittweise, dann haben wir in der Spree im Sommer noch 9 bis 10% Restwasser. Damit können wir, wenn wir viel Glück haben, vielleicht noch den Spreewald aufrechterhalten als Biosphärenreservat. Aber dahinter dürfte es ziemlich trocken aussehen. Und wie viele von Ihnen vielleicht wissen, fördert vor allem Berlin aus der Spree 70% des Trinkwassers in Form von Uferfiltrat. Kann man sich also vorstellen, dass wir dann nicht mehr genug Trinkwasser haben, vor allem in Berlin und Umland. Und dann brauchen wir ein Zwischenspeicherwerk, nämlich genau diesen riesigen See, der hier ja sehr in die Breite geht. Man sieht, bis wo sich das erstreckt. Die Möglichkeit, die die Fachleute empfehlen, ist, dass wir Wasser aus der oberen Elbe überleiten und zwischenspeichern. Wir sind hier an der Talsperre Spremberg. Jetzt Ende April sieht man hier, dass die Talsperre sehr voll ist, sehr viel Wasser drin ist, nach dem Winter und im Frühjahr. Das ändert sich im Sommer natürlich dramatisch. Also brauchen wir in Zukunft noch weitere Staubauwerke oder Wasserrückhaltemöglichkeiten, zum Beispiel durch Tagebaurestseen, zum Beispiel durch den Cottbuser Ostsee, die aufgefüllt werden, die ja auch miteinander verbunden sind alle, sodass wir da eigentlich ein großes Rückhaltereservoir haben. Und wenn wir dann dazu kommen, dass wir im Winter und im Frühjahr eine Überleitung aus der Elbe machen, weil da noch genug Wasser drin ist, dann können wir hier zwischenspeichern in diesen Seen. Wir sind hier in Spremberg an der sogenannten braunen Spree, wie man hier sehr gut sehen kann. Und die braune Spree ist deswegen braun, weil da Eisenoxid drin ist. Das wird durch die Braunkohletagebauförderung ausgespült. Mittel- und langfristig wird diese Belastung noch schlimmer, weswegen das Thema nicht nur Wasserversorgung insgesamt von der Menge her wichtig ist, um die Trinkwasserversorgung überall sicherzustellen, sondern auch dieses Problem gelöst werden muss, dass man eben Eisen und Sulfat aus dem Wasser rauskriegt, denn am Ende wollen es die Menschen trinken.